Hallo meine Lieben, hören wir auf einer geleakten Audioaufnahme die Stimme eines Außerirdischen. Eine Botschaft eines hochintelligenten Wesens, das zu uns spricht. Vorgefunden auf dem Mars und dennoch von einem viel weiter entfernten Ort ausgesendet. Glaubt man dem Leak mit der Aufnahme, die die NASA auf dem roten Planeten empfangen haben soll, so ist genau dies der Fall. Was auf dieser zu hören ist, was das vermeintlich außerirdische Wesen uns Menschen zu sagen hat, wie wir auf dieses mysteriöse Signal gestoßen sein sollen und vieles mehr, seht ihr wie immer nach dem Intro. Seit Menschengedenken schauen wir hoch in den Himmel, zu den Sternen und fragen uns, sind wir allein in diesem riesigen Universum? Hat der Mensch noch vor wenigen Jahrhunderten den Sternenhimmel für den Sitz der Götter gehalten? Suchen wir ihn heute nach möglichen Leben ab? Ob uns ebenbürtig, viel weiterentwickelt oder eben nach den kleinsten Spuren von Leben, Mikroben und Einzeller, die uns zeigen, das, was auf der Erde geschah, geschieht auch auf anderen Planeten und Monden. Hielten wir uns viel zu lange für einzigartig, so kommt auch die heutige Wissenschaft immer mehr zu der Erkenntnis: Wir sind nicht allein. Und so sucht auch das SETI-Institut seit seiner Gründung 1960 nach einem außerirdischen Signal in den Weiten des Alls. Dieses passive Mithören blieb bisher erfolglos, zumindest offiziell. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA ging einen anderen Weg. Dem alleinigen Warten auf ein Zeichen außerirdischen Lebens sollte entgegengewirkt werden. Eine eigene Botschaft, die in das Universum gesendet wird, sollte aktiv den ersten Kontakt zwischen Mensch und Außerirdische unterstützen, übermittelt von einer ihrer Raumsonden. Seit 44 Jahren fliegen die NASA-Sonden Voyager 1 und Voyager 2 durch das All. Am 20. August 1977 von Cape Canaveral aus in den Weltraum geschickt, hat sie inzwischen unser Sonnensystem hinter sich gelassen. Derzeit befindet sie sich im interstellaren Raum, der großen Leere zwischen den Sternen unserer Galaxie, der Milchstraße. Mehr als 19 Milliarden Kilometer entfernt sendet sie auch heute noch Signale in Richtung Erde. Bei der Planung der Mission hatte man die Sonden mit einer Datenplatte aus vergoldetem Kupfer ausgestattet. Die goldene Schallplatte. Sie hat einen Durchmesser von 30 cm und enthält Botschaften für Außerirdische in Bild und Ton. Spielt man sie ab, offenbaren sich zahlreiche audiovisuelle Aufnahmen der Erde, Musikstücke bekannter Komponisten oder Geräusche von Wind, Donner oder Tieren. Die NASA selbst hat nie geglaubt, dass diese von uns ausgesendete Botschaft jemals auf Gehör treffen wird. Kosmisch gesehen befinden sich die Voyager-Sonden nur einen Katzensprung entfernt, auch nach der 44 Jahre lang andauernden Reise. Und trotz aller Widrigkeiten soll eben dies doch geschehen sein. Eine außerirdische Antwort habe uns erreicht. Eine direkte Antwort auf die Botschaft, die die goldene Schallplatte enthält. Abgefangen durch eines unserer ins All ausgesendeten Objekte. Nicht etwa auf der Erde selbst, sondern in der direkten Nachbarschaft. Wo genau haben wir diese vermeintlich außerirdische Nachricht vorgefunden? Was beinhaltet diese? Und von wem stammt sie? 25. Januar 2004. Der Mars Rover Opportunity landet auf dem Mars. Der Roboter soll die Gelegenheit ergreifen, den Mars nach Wasser abzusuchen. Alte geologische Strukturen, die darauf hindeuten, dass unser Nachbarplanet einst der Erde viel ähnlicher war, als er es heute ist. Die Mission wird als voller Erfolg gewertet. Ein weiterer Schritt zu neuen Erkenntnissen, der heute mit Perseverance, dem aktuellen Mars Rover, fortgesetzt wird. Geht es nach den Informationen eines geleakten Videos, habe Curiosity noch etwas ganz anderes auf dem Mars entdeckt. Eine Botschaft eines außerirdischen Wesens. Eine direkte Antwort auf die 1977 ausgesendete Nachricht in Form der goldenen Schallplatte. Bis heute von der NASA unter Verschluss gehalten. Kurz nach der Landung auf dem Mars habe Opportunity seltsame Signale empfangen.
ein Aufblinken auf seinen Detektoren. Wenn auch nur sehr schwach, ließe es keinen anderen Schluss zu. Bei dem sensorischen Aufblinken handele es sich um ein intelligentes Signal unbekannter Herkunft und es stamme nicht von uns Menschen. Eifrig habe sich die Crew der Mars-Mission auf die Suche gemacht. Woher stammt dieses mysteriöse Signal? Nach Tagen der Analyse und andauernden Überprüfungen habe es sich nicht mehr abstreiten lassen. Das empfangene Signal käme nicht etwa aus den Tiefen des Alls, sondern vom Mars selbst. Irgendwo auf dem roten Planeten müsse sich ein Objekt befinden, das diese Nachricht aussendet. Doch es sollte noch Jahre dauern, bis die Botschaft dahinter entschlüsselt werden sollte. Opportunity befände sich zu weit weg, um mehr als nur ein Rauschen aus diesem Signal herauszuhören. 6. August 2012. 8 Jahre nach der Landung Opportunities betritt ein weiterer Mars Rover den roten Planeten. Curiosity. Der chancenreiche Roboter ist mit 10 Instrumenten ausgestattet. Sie sollen dazu dienen, das Gestein, die Atmosphäre und die Strahlung des roten Planeten zu untersuchen. Geht es nach denen, die die vermeintlich außerirdische Botschaft geleakt haben, hatte der Mars-Roboter aber noch eine ganz andere Mission. Er soll dem 8 Jahre zuvor empfangenen Signal nachgehen. Eine Suche nach dem Objekt, das diese Transmission aussendet. Irgendwo auf dem Mars. Glaubt man den Aussagen derer, die diese Vorgänge veröffentlicht haben, so war diese geheime Mission erfolgreich. Curiosity fand in der Roten Wüste eine außerirdische Sonde vor. Das Signal mit ihrer Nachricht sei nun klar und deutlich zu empfangen, abgespielt von einer kleinen Disk, ähnlich der goldenen Schallplatte, die Jahrzehnte zuvor von uns Menschen ins All gesendet wurde. Was beinhaltete die Botschaft auf der Disk? Wer hat diese besprochen? Die Aufzeichnung mit der Stimme, die einem Außerirdischen gehören soll, habe den ersten Kontakt zwischen Mensch und Außerirdischen hergestellt. Im Jahr 2016 veröffentlichte ein Mann, der nur als Victor bekannt ist, in den sozialen Medien den Inhalt dieser Disk, der von den Mars-Rovern empfangen worden sei. Er selbst habe die Aufzeichnung von einem bereits verstorbenen Mann erhalten, der an den Missionen zum Mars beteiligt gewesen sein soll. Und so lautet sie. Victor, der geheimnisvolle Mann, der diese vermeintlich außerirdische Botschaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, gibt nur ein Statement ab. Sie können mir glauben oder nicht, das ist kein Problem, aber bitte respektieren Sie meine Arbeit und die Risiken, die ich eingegangen bin. Glaubt ihr ihm? Die Botschaft eines Außerirdischen, der alleine im nahen Bereich des Sonnensystems herumirrt, die Nachricht der Voyager-Sonde auf Englisch beantwortet und sie mittels einer Sonde auf dem Mars sendet, um dort von uns Menschen entdeckt zu werden, muss man erst einmal verdauen. Aber schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.